Das Leben als Christ ist kein Krampf. Aber manchmal machen wir uns irgendwie einen Krampf daraus. Ich hatte lange Zeit immer das Gefühl, ich müsse weiss nicht was alles erfüllen und müsse allen helfen und erzählen, was Gott tut und so weiter. Und haben mir einen riesen Stress daraus gemacht. Und einst hat mir dann ein Kollege gesagt, ihn setze ich das irgendwie unter Druck, wenn ich gerne von Gott erzählen will und ihn fast ein bisschen überschnurren zu einem Leben eben mit dem Jesus. Und eine Geschichte aus der Bibel hat mir dann auch weitergeholfen, wo nämlich ein Mann geheilt wird von Jesus am Teich Siloa. Der Tier wird dann auch nicht ausführlich und schmückt das noch weiss nicht wie aus, sondern er bleibt sehr schlicht und sagt das ganz einfach nur, dass er vorher blind war und jetzt wieder sieht. Ich will jetzt schnell vorlesen, Johannes 9. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, erwiderte der Mann. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und mich beeindruckt diese Geschichte, weil sie sehr schlicht ist und nehmen wir das auch als Vorbild, nicht Leute wollen zu beeindrucken, indem sie meine Geschichte wahnsinnig frisieren, sondern einfach mir selber zu bleiben und das so ganz schlicht zu erzählen, was Gott tut in meinem Leben.